Nachhaltig Imkern heißt, dass ich auf die Zukunft gerichtet die Bestäubung der Pflanzen erhalte. Nachhaltig heißt, dass ich der Biene eine Chance gebe zu überleben, was sie heute sonst alleine nicht mehr könnte. Nachhaltig heißt, ein gutes Produkt zu produzieren, was auch dem Menschen gut tut, weil Honig ist ein sehr gesundes Produkt. Also ich bin Michael Baron, der Bienenbaron von Bad Bull. Warum Bienen? Ja, weil es vielseitig ist. Ich hatte mir ein Hobby gesucht für meinen Ruhestand und das sollte mich einfach geistig und körperlich beschäftigen. Ich habe Kurse besucht, ich habe viele Bücher gelesen und trotzdem machen die Bienen das, was sie wollen und nicht das, was ich gelernt habe. Jedes Volk ist anders. Wenn ich jetzt hier 10 Völker habe, ist jedes Volk anders und ich muss mich auf jedes Volk anders einstellen. Auf eine Volk gehe ich hin, die sind völlig relaxed und das andere Volk mache ich auf und ich habe noch gar nicht richtig offen, höre ich schon den anderen Ton. Bzzzt. Jetzt muss ich überlegen, warum sind die jetzt giftig auf mich? Liegt es an mir? Liegt es an dem Wetter? Ist ein Gewitter im Anmarsch? Oder fehlt ihnen irgendwas? Ist die Königin zum Beispiel krank? Fehlt ihnen Futter? Und darauf muss ich mich jeden Tag neu einlassen. Nachhaltiges Imkern bedeutet für mich, dass ich eine Verantwortung auch für die Biene habe und auch für die Zukunft. Nachhaltiges Imkern heißt auch, am Volk selber für die Biene und nicht für mich zu arbeiten. Bedeutet, ich nehme ihnen nicht den gesamten Honig weg. Ich lasse ungefähr 1/3 immer im Volk und 2/3 nehme ich zum Verkauf. Ist aber unterschiedlich. Manchmal lasse ich auch mehr drin. Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass ich mit der Biene fair umgehe. Manche Imker schneiden zum Beispiel der Königin die Flügel, damit sie nicht schwärmt. Manche Imker züchten auf Teufel komm raus, dass sie schwarmträge sind, dass sie viel Ertrag haben und dass sie nicht stechfreudig sind. Davon halte ich gar nichts. Nachhaltigkeit bedeutet für mich auch, dass sich die Biene bei mir selber entwickeln kann. Das heißt, sie dürfen auch schwärmen. Das ist halt dann geschehen. Ich gucke natürlich, dass sie möglichst nicht schwärmen, aber wenn sie schwärmen, ja, dann schwärmen sie, dann fange ich sie halt wieder ein. Und es bedeutet auch, dass sie sich ihre Königin selber nachziehen können. Die größte Herausforderung beim Imkern, mich auf die Biene einzulassen und auch das zu tun, was die Biene will und nicht unbedingt das, was ich will oder was ich gelernt habe. Weil manchmal hat sie ihren eigenen Kopf und versucht, es anders zu machen wie ich und da muss ich mich auch darauf einlassen. Und dann einfach auch sagen, die Biene macht es mal grundsätzlich richtig und das einfach auch zu akzeptieren.